8 Stunden lang durchgehend in Bewegung bleiben. Klingt das in Ihren Ohren gut? Ich weiß es nicht, für mich klingt das alles ein wenig anstrengend. Aber die Strapazen, 8 Stunden durchzutanzen, die haben gestern 11 Paare im Columbus Center auf sich genommen. Und löblicherweise nicht nur zur Befriedigung des eigenen Egos, sondern für den guten Zweck. Tanzen. Und das nicht nur so zwischendurch, sondern volle 8 Stunden lang. Vor den Augen einer Jury mit Profis und Promis. Könnten Sie das? Nein. Ich tanze zwar urgern, aber ich glaube, also 8 Stunden, ja schon allein die Füße, oh Gott, nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich schaffe jetzt vielleicht irgendwie einen Marathon oder es wäre ein Bewegen am Parkett, aber es wäre kein echtes Tanzen. Von daher gesehen fehlt mir jede Qualifikation. Nie im Leben. Würdest du es probieren? Ich würde es probieren, aber ich glaube, dass ich spätestens nach einer halben Stunde Blasen an den Beinen hätte. Und ich glaube, dass ich die nächsten 4 Tage nicht einen Schritt machen könnte. Wer sich über diese Aufgabe drüber traut, muss ein Ziel vor Augen haben. In diesem Fall ist es der gute Zweck, denn beim ersten Dance Against Cancer Tanzmarathon im Columbus Center sammelt der Verein Geld für den Kampf gegen Krebs. 11 Paare sind angetreten und wollen der Jury beweisen, dass sie nicht nur tanzen, sondern auch durchhalten können. Es kommt irgendwie auf die Kombination, wie sie tanzen, wie gut sie tanzen, Ausstrahlung. Du musst dabei sein, mit dem Herz, mit der Seele, mit der Energie, mit 110%, dann schaffst du es. Ich möchte schon ein paar Drehungen sehen, Dame ausdrehen, eindrehen, vielleicht Manndrehung, weil ich finde, nur den Grundschritt, das ist sehr energiesparend und sehr, ja, risikoarm. Ich würde mich auf risikofreudige Kandidaten freuen. 110%, so viel geben die Paare mindestens. Die meisten nützen nicht einmal die stündlichen kurzen Pausen. Kannst du dir Tanzen überhaupt noch anschauen? Es kommt darauf an, wer es betreibt. Leute, die 6 Stunden schon auf der Fläche stehen. Ich habe sie noch nicht so genau angeschaut, aber sie schauen eigentlich alle frisch aus. Ich dachte jetzt, na gut, die werden zum Schluss schon nur noch so tanzen. Aber die tanzen wirklich. Cha-Cha-Cha habe ich schon gesehen, Samba habe ich schon gesehen. Also es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Erst nach 6 Stunden gibt das erste Paar auf. 5 Paare schaffen es, die gesamten 8 Stunden durchzutanzen. Der Sieg geht schließlich an ein Paar aus der Steiermark. Die beiden freuen sich genauso wie der Verein Dance Against Cancer. Denn schlussendlich landen über 3.500 € im Topf. Und das macht die eine oder andere Blase bestimmt wett. Ja, vielleicht waren Sie ganz aufmerksam und haben an den Lippen gelesen. Kurz vor Schluss, die Gewinnerin, die da am Boden hockt und aufstehen wollte, hat gejammert, ich komme nicht mehr hoch. Vollstes Verständnis, vollsten Respekt, ist eine Wahnsinnsleistung. Und überhaupt, man muss ja bedenken, das sind ganz normale Menschen. Nicht, dass die Superkräfte hätten, so wie der junge Herr in unserem nächsten Beitrag.